Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, was sollen Charles Darwin und Gary Halloway von den Spice Girls gemeinsam haben, wenn es nach der AfD geht? Ginger Spice und der 1882 verstorbene Naturwissenschaftler Darwin sollen die 1999 verfasste und den Klimawandel leugnende Oregon Petition unterschrieben haben, die auch die AfD hier als Kronzeuge für ihre Klimaleugner-Theorien anführt. Diese Petition wurde vom Klimaleugner Frederick Seitz verfasst, der nach seiner wissenschaftlichen Karriere als Physiker, wohlgemerkt Physiker, nicht als Klimawissenschaftler, für die Industrie systematisch daran arbeitete, gezielt Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen in Gesundheits- und Umweltfragen säte. Frau Kollegin, übrigens, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Blecks? Ach, wissen Sie, Herr Blecks, ich brauche keine Fragen von Ihnen. Ich frage mich ganz ernsthaft. Also keine Zwischenfrage? Nein, was in Ihrem Leben falsch gelaufen ist, dass Sie so einen Hass empfinden. Sie empfinden, dass Sie so einen Hass auf uns Grüne haben, dass Sie einen Hass auf einen Rechtsstaat haben, der Ihnen erst eine kostenlose Bildung, dann eine Hochschulausbildung hat zukommen lassen, Ihnen auch ein sehr gutes Auskommen als Lehrer beschert hat und jetzt noch ein viel besseres Auskommen als Abgeordneter ermöglicht. Und den sehen Sie zu guter Letzt wirklich jeden Blödsinn gerade verbreiten können. Hören Sie endlich auf, bei so vielen Privilegien, die Sie erfahren, Hass zu verbreiten. Dann können wir auch vielleicht mal wieder miteinander reden. So, zurück zum Thema. Abgesehen davon, dass die Oregon-Petition vor Fehlern und seltsamen Unterzeichnern nur so wimmelt, sind die von der AfD als Kronzeugen herangezogenen und unterzeichnenden Wissenschaftler nahezu vollständig fachfremd. Im Gegensatz dazu sagen aber eben 97% aller Klimaforscher, also diejenigen, die sich tatsächlich mit der Materie auseinandersetzen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und von der AfD werden hier aber Wissenschaftler angeführt, die von dem empfindlichen Gebilde Klima überhaupt keine Ahnung haben. Ehrlich gesagt ist das doch so, als würden Sie einen Schachtrainer beauftragen, eine Tennisspielerin fit für die Weltrangliste zu machen. Aber so ist das eben anscheinend wohl mit dieser Community, die wahrscheinlich auch glaubt, dass Charles Darwin als Echsenmensch in der Innenerde überlebt hat. Diese Verschwörungstheorien hören sich ziemlich gaga an, aber für Millionen von Menschen ist der Klimawandel längst bittere Realität. Und viele der vom Klimawandel Betroffenen sind aktuell nicht weit von hier in Bonn und legen Zeugnis davon ab. Sie kommen aus Fidschi, von den Marshallinseln, aus dem Amazonas und vielen anderen bedrohten Regionen der Erde, berichten von Dürren oder Fluten, Lebensmittelknappheit, steigendem Meeresspiegel, die ihre Heimat bedroht, Hitze, Hurricanes und vieles, vieles mehr. Und die Klimakatastrophe, die Millionen von Menschen aktuell schon tagtäglich spüren, ist menschengemacht und ist noch nie so schnell vonstatten gegangen wie zu unserer Zeit. Und wer etwas anderes behauptet, geht wie hier wie die AfD vor allem einem großen amerikanischen Konzern auf den Leim, dem Ölmulti Exxon. Und der ging und geht besonders perfide vor. Bereits 1977 wusste Exxon vom menschengemachten Klimawandel, mehr als 10 Jahre, bevor das Thema in der Öffentlichkeit breit diskutiert wurde. Aber da politisches Handeln auf der Basis dieser Erkenntnisse die eigenen Erträge von Exxon verringert hätte, entschied man sich, ganz nach dem Vorbild der Tabakindustrie, gezielte Desinformationen zu streuen. Die ausgeklügelte und in Teilen erfolgreiche Desinformationstaktik von Exxon setzte zum Teil sogar auf dieselben Institute und Berater, die schon versucht haben, Zweifel am Zusammenhang von Tabak und Lungenkrebs sowie Herzerkrankungen herzustellen. Mehr als 30 Millionen Dollar gab Exxon seitdem aus, um gezielt Unsicherheit hervorzurufen. Ich möchte das einfach nur mal erklären, wie das funktioniert. Wenn man nämlich kriminell erworbenes Vermögen reinwaschen will, ne, dann überträgt man das Geld in scheinbar legale Unternehmen. Wenn man Lügen und Fehlinformationen glaubhaft erscheinen lassen will, dann gründet man Institute und kauft vermeintlich respektable, aber fachfremde Wissenschaftler und Experten als Kronzeugen. Und das ist das Vorgehen der Tabak- und der Klimaleugner-Lobby, importiert aus den USA bis hierhin nach Nordrhein-Westfalen. Die, ja.
dass ich Sie hier treffe, das war natürlich klar. Aber die Pseudo-Argumente, die die AfD hier in diesem Gesetzentwurf anführt, sind allesamt schon längst widerlegt. Aber die AfD bringt Pseudo-Fakten, die sie mit den Chemtrail-Theorien in der YouTube-Akademie gelernt hat, einfach immer und immer wieder an. Und ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Man kann zu allen möglichen Dingen eine Meinung haben. Aber Fakten kann man nicht ignorieren und sich gegen Fakten eine Meinung bilden. Bei der Klimakrise handelt es sich nicht um eine Meinung, sondern um eine Tatsache. Aber die Meinung von Exxon, AfD und Co. ist nachweislich schädlich und falsch. Und es ist entlarvend, welches Weltbild Sie hier vertreten. Sie laufen quasi mit Aluhut rum, Sie lassen Mutter Erde absaufen und ausbeuten, Sie gefährden Menschen durch Bergbau und Schadstoffe, Sie importieren Gas und Öl von wer weiß wo, unterstützen Großkonzerne. Und das alles macht die AfD lieber weiter, als durch erneuerbare Energien unsere Importabhängigkeit zu verringern, alle Bürgerinnen und Bürger an der Energieerzeugung teilhaben zu lassen und schädliche Emissionen zu reduzieren. Das alles würde nämlich uns, unserer Umwelt und unserer Gesundheit nützen. Es wäre doch lohnenswert, eine Zukunft für diese Welt zu erhalten und unseren Kindern eine intakte Natur zu hinterlassen. Ihnen, der AfD, aber scheint die Zukunft dieses Planeten und damit auch dieses Landes und dessen Menschen völlig egal zu sein. Es sollte unserer aller verdammter Pflicht sein, unserer Verantwortung für den Klimawandel gerecht zu werden. Denn als Industrieland hat gerade Nordrhein-Westfalen eine besondere Verantwortung und muss vorangehen beim Klimaschutz. Zaudern und in alten Strukturen verharren hat noch keine Gesellschaft nach vorne gebracht. Daher war es allerhöchste Zeit, dass Nordrhein-Westfalen 2013 mit dem ersten deutschen Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen vorangegangen ist. Diese Anstrengungen dürfen wir weder aufheben noch verlangsamen. Wir müssen sie für die Erreichung der Pariser Klimaziele sogar noch erhöhen. Und sehr geehrte Damen und Herren, Wissen ist eine Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Die AfD versucht sich am Gegenteil. Desinformation wird gestreut und nachgeplappert. Danke, aber wir brauchen Ihre Meinung nicht. Wir kennen die Fakten. Oh.